Servus Leute, mein Name ist Silas, 19 Jahre alt, spiele bei Kaiserslautern in der U21 und heute nehme ich euch mit auf einen Tag in meinem Leben. Gefallen Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir haben heute zweimal Training um 12 und um 16 Uhr. Das heißt, ich nehme euch dahin mit, ich zeige euch, was wir machen, wie wir trainieren, was wir zwischen den Trainingseinheiten machen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Seid gespannt, was in Zukunft noch so folgt. Falls euch interessiert, was ich zum Training mitnehme, das ist einmal meine Kulturtasche, dadurch, dass wir die Sachen vor Ort bekommen. Shampoo und sowas ist da drin. Und dann einmal noch ein Proteinshake. Dadurch, dass die erste Trainingseinheit eine Krafttrainingseinheit ist, schaue ich, dass ich danach dann meine Proteine wieder auffülle. Bin jetzt im Auto angekommen, fahr jetzt los, mach mich auf den Weg. Gelände angekommen. Bin hier mit den Jungs. Wir holen jetzt unsere Sachen und dann machen wir die erste Trainingseinheit. Bitte hinter deinem Rücken. 90% Ohr. Jetzt auf dem Weg ins Training. Pixpo. Wie wird das Training? Ist ein bisschen kalt heute in the day, aber wir gehen jetzt ins Warme rein und machen ein bisschen was für die Gains. Für die Gains? Das Krafttraining. No pain, no gain, sag ich mal. No pain, no gain. Training ist jetzt vorbei. War eine knackige Stunde, was wir durchgemacht haben. Beine sind am Arsch. Jetzt geht's erstmal in die Kabine duschen. Dann gehen wir was essen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Was essen. Fertig für Teil 1 auf jeden Fall. Ja, Teil 1 ist erledigt. Darf ich auch drauf? Natürlich darfst du auch drauf. Wir fahren jetzt los. Ich nehme euch mit. Und essen was, dann gibt es die zweite Einheit. Dann gibt es die zweite Einheit. Wir gehen jetzt Richtung Mappiano. Was essen. Sind gerade noch in der Mall. Haben da geparkt. Wir haben alle Hunger, ne? Der Mann knurrt. Der Mann knurrt nach der ersten Einheit. Aber wir sehen uns. Wir sehen uns drin. Wenn wir gutes Essen auf dem Tisch haben. Der Wind geht. Der Wind geht richtig. So, wir fahren jetzt rein. Hier geht's die Treppen hoch. Wir haben jetzt unser Essen geholt. Gibt schön Nudeln mit bisschen Brot. Das hauen wir uns rein. Pixbo, was hast du geholt? Crema di Funghi. Crema di Funghi. Mal so ein bisschen Sahne-Geschmack und so. Auf jeden Fall perfekt. Geht in die Gains rein. Hier, Gurkensalat. Das hauen wir uns jetzt rein. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Fix. Was sagst du, wie war das Essen? Skala von 1 bis 10. Wenn das Hotel nicht so aussieht, gell? Dann habt ihr was falsch gemacht in eurer Erziehung. Immer aufessen. Ganz, ganz wichtig. Immer aufessen. Was sagst du von 1 bis 10? Wie war das Essen? War so eine gute 8, weil da war ein bisschen Herz drin, hab ich gemerkt, hab ich rausgeschleppt. Aber geht immer was Besseres. Ne? So, ich sag auch eine gute 8 von 10. Kann man machen. Ist immer gut. Jetzt gehen wir gleich wieder. Gib mir was, komm. Ja, ja, ja. Ja. Zurück ans NLZ. Dann geht's in die zweite Einheit auf den Platz. Dann sehen wir uns mit der Bezahlmaschine beim NLZ. Leute, Leute. Wenn euch die Vlogs gefallen, so in der Art, lasst mich wissen in den Kommentaren. Lasst Likes da, abonniert. Und FCK. Go, 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 Silas. Yeah.
jetzt hier im Physioraum. Halbe Stunde aufs Training noch. Gehen wir auf den Platz. Und ich tape jetzt meine Handgelenke. Das mache ich eigentlich immer vor dem Training. Das benutze ich Tape hier. Genau, dann gehen wir auf den Platz. Ich denke, knackige anderthalb Stunden Training. Und dann schauen wir mal weiter. Leute, wir sind fertig mit Training. Jetzt gehen wir duschen und dann geht's auch schon wieder heim und ab noch Champions League schauen. Dann gucken wir mal, was noch so geht. Ich nehme euch mit. Wir sind jetzt fertig mit Training. Fahren jetzt nach Hause. Ich fahre 2-3 Jungs nach Hause wieder. Und dann gehe ich zum Kollegen. Wir kochen zusammen. Nehme ich euch mit, zeige ich euch, was wir so machen. Dann schauen wir noch Champions League am Abend. Training. Training war sehr gut. Heute ein bisschen anstrengend, weil wir zweimal Training hatten, aber ja. Okay, war sehr ganz gut. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt heim, mache was zu essen, leg meine Beine auf und guck Champions League. Sehr gut. Ich stehe jetzt vor der Tür von meinem Kollegen. Ich hoffe, der macht mir gleich auf. Gehen wir hoch. So, ich bin jetzt angekommen bei meinem Kollegen. Heute auf dem Speiseplan steht Proteinpizza. Lass mich mal überraschen, was er da zaubert. Ich gebe euch da ein ehrliches Feedback und dann schauen wir mal weiter. Dann kommt nachher noch ein guter Freund von uns vorbei. Schauen wir ein bisschen Champions League an. Genau, so sieht jetzt der Plan noch aus für die letzten paar Stunden. Ich nehme euch mit. So, wir sind jetzt am Kochen. Die Pizza ist drin. Unfassbar. Selbstgemachte Proteinpizza. Die wird sich nachher hier reingehauen. Dann schauen wir mal weiter. So, wir ziehen uns jetzt die Pizza rein. 10 von 10 Proteinpizza. Was willst du denn mehr nach dem Training? Gesunde Ernährung. Nebenbei schauen wir noch ein bisschen Stream. Die Jungs sind am Start und danach gibt es eine Bewertung. Jetzt wurde hier sogar noch ein Nachtisch gezaubert. Unfassbar. Reiswaffeln mit Apfel. Gesunde Ernährung ist auf jeden Fall da. Ziehen wir uns jetzt rein. Wir schauen jetzt noch ein bisschen Champions League. Man City gegen Leipzig 2-0. In der Halbzeit gehe ich dann auch nach Hause. Mache mich dann so relativ bald Bett fertig, dass ich dann auch den Tag gut beenden kann. Mir ist gerade aufgefallen, ich bin auch wirklich so ein Autofahrer, der immer Musik braucht. Ich kann gefühlt ohne Musik gar nicht Auto fahren. Also das ist echt brutal. So Leute, bei mir zu Hause angekommen. Wir beenden den Vlog so, wie wir ihn auch angefangen haben bei mir zu Hause. Ich schaue jetzt noch ein bisschen Champions League. Fertig. Manchester City hat 5-0 gemacht. Wenn euch der Vlog gefallen hat, wenn euch das Ganze so ein bisschen gefallen hat, lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare rein. Abo, liken nicht vergessen. Ich habe echt Bock drauf, das in Zukunft noch mal mehr, ein bisschen mehr auszuführen, ein bisschen was auf YouTube zu machen. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, schreibt es rein. In dem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut, ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.